Soll ich euch mal was zeigen? Dann kommt mit rein. Wenn die Ursi dabei ist, die Betten zu beziehen, dann ist es ein unweigerliches Zeichen, dass es bald wieder auf Tour geht. Und dieses Mal geht es nach Frankreich. Zur Tour de France, das haben wir uns vorgenommen. Ja, aber jetzt muss ich erstmal die Betten machen. Aber ich bin ja schon fast fertig, Gott sei Dank. Denn wer schon mal die Betten im Wohnmobil bezogen hat, der weiß, das ist ganz schön anstrengend, diese Sache. Aber ich habe es gleich geschafft. Und wie wir uns noch weiter vorbereitet haben und wie wir schon trainiert haben für die Tour de France, das zeigen wir euch jetzt gleich. Jawohl! Und wie immer hatte man natürlich viel Spaß dabei. Wir üben schon mal für die Tour de France. Also Helle, los geht's! Jawohl! Wenn einer eine Reise tut, hat er nicht nur was zu berichten, sondern er hat sich auch gewissermaßen vorzubereiten, auf die Gesetze Rücksicht nehmen von dem Land, von dem entsprechenden. Und wenn man dann was Spezielles vorhat, wie die Tour de France, dann muss man sich natürlich noch ganz anders kundig machen. Und das haben wir getan. Und wir können euch jetzt schon vorab sagen, wir wissen nicht, ob wir überhaupt einen Radfahrer zu Gesicht bekommen. Ja. Es ist alles nicht so einfach. Denn wir haben gelesen, dass erstens viele Straßen oder viel Straßenrand abgesperrt ist und übernachten strengstens verboten ist. Unser Vorhaben ist, dass wir die Routen abfahren. Ich habe mir extra 4 Routen ausgedruckt. Die wollen wir nachfahren und wollen uns irgendwo am Straßenrand hinstellen und die Radfahrer einfach vorbeifahren sehen. Wie schnell, das ist uns egal. Ich glaube, es ist, wir finden ein Plätzchen. Es gibt also Stellen, das haben wir herausgefunden, da ist Übernachten strengstens verboten. Und es gibt Stellen, da kann man es machen. Bei manchen kann man es gegen Obolus machen. Ist uns egal, ihr habt es, wir finden was. Wir haben aber auch herausgefunden, dass einige Enthusiasten an den besten Stellen schon eine Woche vorher die Plätze belegen. Also an solche Plätze kommen wir so und so nicht hin. Wollen wir auch nicht, müssen wir auch nicht. Wir wollen einfach einmal dabei sein. Das haben wir uns nämlich schon vor vielen, vielen Jahren vorgenommen, dass wir einmal mit dem Wohnmobil zur Tour de France fahren. Ja, weil im Fernsehen sieht man ja immer diese Wohnmobile am Straßenrand stehen und das wollte mir jetzt einfach auch mal ausprobieren. Und naja, vielleicht klappt es und wir haben Glück und finden irgendwo ein Plätzle. Also wenn es klappt, sind Aufnahmen garantiert. Wir haben dabei 4 Kameras, 2 Drohnen, 2 Handys und 2 Dashcams. Ja, allerdings die Drohne wäre nicht zum Einsatz gekommen. Nein, wir wollen ja keinen Hubschrauber runterholen. Ja. Nein. Und unter den Fahrern auch kein Chaos auslösen, falls sie zu tief liegt. Ja, ja, also gibt natürlich keine Drohnenaufnahme. Das ist ja ganz klar. Von der Tour de France zumindest nicht. Ja, ja. Genau. Und ansonsten wollen wir natürlich auch noch ein paar Tage dann gerade mal noch länger in Frankreich bleiben. Deswegen, also vorbereitet haben wir uns genug, Lesestoff haben wir dabei. Mal schauen. Frankreich kann es auch dabei. Ja, diesmal haben wir eine richtige Autokarte uns besorgt und nicht nur eine, wo es ganz groß ist. Denn ihr wisst ja, wir fahren nicht gern Autobahn, sondern immer etwas abseits der üblichen Routen. Ja. Und trotzdem kann es passieren, dass man natürlich auf eine Autobahn kommt, auf eine Mautstrecke. Und dafür haben wir uns kundig gemacht und haben uns gedacht, es wäre doch sinnvoll, diese neue ADAC-Mautbox zu holen. Und die haben wir nicht, weil wir die einfach... Ja, also für uns ist sie wahrscheinlich nicht geeignet. Ja. Das muss jeder für sich wissen. Also wir sind der Meinung, die ADAC gibt eine Mautbox heraus, die gilt für Österreich, die gilt für Frankreich, für sogar Bulgarien und also für sehr, sehr viele Länder und es wird auch ständig erweitert. Ist an sich sicherlich eine sehr gute Sache, aber für uns ist es nicht geeignet. Denn erstens kostet diese Mautbox jedes Jahr eine Gebühr von 100 Euro. Die Aktivierungsgebühr von 20 Euro wird im Moment erlassen, um die darf uns auch gar nicht gehen. Aber die jährliche Gebühr von 100 Euro, die hat uns schon mal zucken lassen. Und dann kommt noch eins dazu, dass die Maut, die man
bezahlen muss, die wird dann über den ADAC abgerechnet und der ADAC nimmt dafür auch nochmal 5% Gebühr. Das heißt, zu den Mautkosten zahlen wir ohnehin dann noch ordentlich Gebühren dazu. Und nachdem wir ohnehin in der Regel Mautstraßen meiden, lohnt sich das für uns auf jeden Fall nicht. Für jeden anderen, der muss sich das überlegen. Also an sich, wenn man viele Mautstraßen fährt, ist es sicherlich eine Überlegung wert, ob sich diese Investition lohnt oder nicht. Für uns nicht. Was aber auch wir machen müssen, das sind diese schönen Aufkleber für Frankreich. Wir hatten die ja schon drauf, weil wir waren ja schon in Frankreich, aber mussten sie, weil wir diese Keramik, Glaskeramikveredelung machen haben lassen, mussten wir sie ja abnehmen. Wir haben sie jetzt gleich auf eine Silberfolie aufgeklebt. Der Gedanke war, mit so Haftbuttons, ja, also Haken, die durch Druck haften, hängen wir die dann ans Auto hin. Wir haben uns auch welche gekauft, aber haben festgestellt, die gehen alle mit der Zeit ab. Und wenn man 80, 90, 100 Stundenkilometer fährt, dann halten sie schon gleich gar nichts aus. Wenn ihr eine Lösung habt, wie man diese benutzten Aufkleber temporär wieder hinmachen kann, sodass man es hinmacht und dann nach Frankreich wieder abzieht, ohne dass da Spuren hinterlassen sind, dann würden wir das sehr gerne annehmen. Wir haben keine Lösung. Nein. Und deswegen haben wir uns auch drei neue gekauft und die werden wir jetzt dann wieder auf unser Gustl kleben müssen. Ja, eben. Das braucht man halt nur mal, wenn man ein Wohnmobil fährt, was über 3,5 Tonnen ist. Bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen das halt machen. Ja, genau. Verschönern wir halt den Gustl farblich wenigstens etwas. Und dann haben wir noch ein paar neue Begleiter und die zeigen wir euch jetzt. Also ein paar neue Begleiter haben wir auch dabei, aber nichts Tierisches. Nein, nein. Lauter Sachgüter. Aber wir wollen es euch trotzdem zeigen, den einen oder anderen von euch interessiert es vielleicht. Und zwar, passend zur Tour de France, habe ich mir jetzt endlich mal zwei Fahrradhandschuhe gekauft. Und zwar aus einem einfachen Grund. Die Handballen haben mir immer wehgetan, wenn wir so um die 40 Kilometer unterwegs gewesen sind. Ich habe diese Handschuhe mir neu gekauft. Und wir haben auch schon Probefahrten gemacht hier zu Hause und seitdem ist es deutlich besser. Also wenn ihr da Probleme habt, können wir euch nur empfehlen. Wir sind ganz einfach, es gibt viele verschiedene Hersteller. Wir haben uns für diesen entschieden bei Amazon, kostet um die 15 Euro. Wir verlinken das alles unten, falls jemand Interesse dran hat. Dann haben wir einen weiteren neuen Begleiter. Das ist unsere EcoFlow. Die fährt auch das erste Mal mit uns jetzt in Urlaub. Mal schauen, wie sie sich in der Praxis bewährt. Wir haben sie ja ausführlich in einem Video vorgestellt. Und dann eine alte Liebe neu entdeckt. Unser Schemel. Der stand schon mindestens 5 Jahre im Keller, gell? Ja. Das war eine Anschaffung, die haben wir gemacht, da hatten wir den Gustl noch gar nicht. Richtig, und dann haben wir einfach vernachlässigt den Schemel, bis wir immer wieder mal haben uns gedacht, das wäre der Schemel gar nicht schlecht. Und jetzt haben wir uns entschieden, wir packen den ein, der ist nämlich sehr praktisch. Den kann man nämlich wunderbar flach zusammenfalten. Ja, und der findet dann schon noch ein Plätzchen. Und noch eine Anschaffung haben wir, das ist die neue DJI Mini 3 Pro, unsere neue Drohne. Das heißt, so handlich klein ist die. Unsere Hauptdrohne bleibt natürlich die Mavic 2, das ist ganz klar. Aber diese Mini 3, ich habe sie schon Probe geflogen. Hoppla, fliegt wunderbar, butterweich fliegt sie. Und wenn es nicht allzu windig ist, kann man mit der eigentlich viel wendiger unterwegs sein. Vor allen Dingen, weil sie auch 250 Gramm hat, hat man auch weniger Beschränkungen als mit der Mavic 2. Und deswegen haben wir uns jetzt die mal zugelegt. Und dann haben wir noch einen weiteren neuen Begleiter. Bis jetzt verwenden wir ja als Dashcam immer dieses Teil. Das heißt, es wird hier mit diesem Bobbel da festgemacht am Fenster, ab und zu fällt es mal ab, aber nicht allzu häufig, also das hält relativ gut. Und dann ist die Runde, aber das passiert sehr, sehr selten. Die Kamera hat eigentlich sehr gute Aufnahmen gemacht, auch in 4K, glaube ich sogar. Aber wenn man sie dann abmachen wollte, da haben ja auch einige von euch geschrieben, wie wir die Kamera vorgestellt haben, diese Dashcam, dass die schwer zu runtermachen geht von der Halterung. Ja, das sieht man jetzt schon, ja.
Und das stimmt, das hat uns auch ein bisschen gestört. Deswegen haben wir jetzt die nagelneue von Fentru, die ist also erst jetzt herausgekommen im Juni. Und die hat den Vorteil, dass sie ganz, ganz klein ist. Das ist sie. Und die wird an die Scheibe geklebt. Also so hängt die dann dran. Und das ist magnetisch, sodass man das einfach abziehen kann und wieder draufstecken kann. Und dann hat sie noch einen weiteren Vorteil, die ist bedienbar mit dem Handy. Also man braucht sie entweder nicht abnehmen oder man kann auch die Karte übers Handy formatieren, was ein großer Vorteil ist. Wie die Qualität der Aufnahmen ist, können wir nicht sagen, wir waren noch nicht unterwegs. Aber wir werden jetzt mit zwei Dashcams starten. Was, mit zwei? Und damit wir eine Aufnahme sicher haben, ja. Und, ja, es ist halt so, wenn die Technik irgendwo zu Hause ist, ja, dann bringt es halt auch entsprechende Anstrengungen mit sich. Und der Mann braucht einfach immer mal wieder ein neues Spielzeug. Zwei Dashcams. Wenn man eine geduldige Ehefrau hat, kann man sich sowas erlauben. Ja. Das ist nur gut, dass die nicht immer alles gleich im Vorfeld weiß, gell? Und wenn man nach Frankreich fährt, braucht man natürlich auch einen guten Wein. Denn ich glaube, in Frankreich gibt es gar keinen. Naja, es wird dann halt so sein, ich trinke den köstlichen Tropfen aus Frankreich. Und ich meinen baden-württembergischen Wein aus dem Heilbronner Frankenland. Also unmöglich, dieser Mann, unmöglich. Ich sag's euch, da machst du was mit. Zum Wohl. So, und jetzt ist noch eine Nacht zwischen dem Start und dem jetzigen Moment. Für uns eine Nacht, für euch nur ein Schnipp und schon sind wir 100 Kilometer von zu Hause weg. So schnell kann es gehen. Ja, wir sind jetzt auf der A5 müsste es sein, Richtung Basel unterwegs und fahren jetzt nach... Ist die A5, komm gerade Schild. Ja, fahren nach Morgins in der Schweiz und das muss wohl auf einer Anhöhe sein, so um die 1400 Meter. Und da fahren morgen zum Abschluss der Strecke, nicht morgen, übermorgen, die Radler drüber. Und das wollen wir uns zwischen Morgins und Châtel, wollen wir uns ein Plätzchen suchen, wo wir dann die Radler abwarten können und wo wir auch ein schönes Paket kriegen. Gell, Ossi? Ja. Also wir sind auf dem besten Weg dahin. Und an der Grenze melden wir uns nochmal, weil dann müssen wir nämlich auch die Maut bezahlen für die Schweiz. Ach so, ja, die Schwerlastabgabe, wir ja 4,5 Tonnen haben. Aber das können wir ja dann nachher nochmal alles genauer sagen. Ja, für euch geht es wieder ganz schnell und wir müssen dann in der Stündle fahren. Nur wenn es reicht, ja. Der Großteil der Reise ist geschafft. Die ersten 300 Kilometer sind erledigt. Wir stehen am Zoll in Basel und es ist jetzt genau 18.52 Uhr. Normalerweise könnten wir ja online unsere Schwerlastabgabe bezahlen und durchfahren, aber wir machen das nicht. Wir sind zwar keine Schwaben, aber sparsam sind wir trotzdem. Ja, denn wir warten jetzt noch ein paar Minuten, denn ab 19 Uhr wird es günstiger. Nee, wird es nicht günstiger. Dann ist es ja so, dass man, wenn man nach 19 Uhr die Schwerlastabgabe aktiviert, dann darf man bis zum nächsten Tag um 23.59 Uhr bleiben. Und wenn man sie vor 19 Uhr aktiviert, darf man nur bis zu diesem Tag um 23.59 Uhr bleiben. Also haben wir doch was gespart, wenn man noch 10 Minuten warten. Natürlich. Insgesamt 3,50 Franken. Ja, oder 3,50 Euro. Für uns ist es ein Haufen. 3,50 Franken. Also das gibt vielleicht in der Schweiz schon eine Eiskugel. In Zürich gibt es noch keine dafür. Aber vielleicht im Hinterland, wo wir hinfahren. Aber uns ist es die 10 Minuten wert. Ach ja. Habeck hat ja gesagt, man muss sparsam sein. Ja, klar. Ja, aber wenn man das jetzt aktiviere, ihr wisst ja, Schwerlastabgabe ab 3,5 Tonnen. Für die Schweiz gültig für einen Tag. Wir kaufen so ein 10er-Paket und wie wir das dann gleich per App aktivieren, das zeigen wir euch in 7 Minuten. Hoffentlich habt ihr so viel Geduld. Ihr braucht nicht so lange warten. Wir machen da wieder husch. So, jetzt muss ich euch aber noch was zeigen. Also es ist jetzt 19 Uhr. Wir können jetzt das Ganze auslösen.
Während der Fahrt habe ich ab und zu meine Sonnenbrille benötigt, weil die meine Brille verdunkelt automatisch. Das geht aber nicht durch diese absorbierenden Scheiben. Und deswegen habe ich hier ein ganz neues Teil. Da kann man das mit einem Griff, kann man die Brille runternehmen, tauschen, ja, und dann wieder zurückhängen, die andere. Und es geht ganz einfach mit einem Handgriff. Super Teil, kostet bloß ein paar Euro. Ich weiß es nicht mehr wie viel, aber habe ich bei Amazon besorgt. Verlinke ich euch unter dem Video. Dann noch ein Wort zur Dashcam. Wir haben jetzt keine zweite Dashcam angeschlossen. Wir haben jetzt nur diese verwendet und ich hoffe, dass die Aufnahmen was geworden sind. Dann bekommt ihr ein paar Bilder, wenn wir in die Berge fahren, zu sehen. Wenn es nichts geworden ist, dann leider nicht. Als der zweite schließe ich jetzt extra, das ist mir zu viel Gefusel, ja, da das Kabel unterzubringen. So, und jetzt kommen wir zur 4 ab. Und da rufe ich auf meinem Handy hier diese App auf. Moment. Hier haben wir sie, 4. Ja, das Dashboard. Dann steht hier Tickets. Und da kommt schon unser Wohnmobil. Wohnmobil plus 3,5 Tonnen. 10 Tage haben wir gebucht am 26.12. So, und hier sieht man, wann wir die letzte Fahrt beendet haben. Und jetzt entwerte ich einen Einzeltag. Gültig am 8.7. entwerten und wird die Entwertung nach 19 Uhr vorgenommen, ist die Gültigkeit bis zum 23.59 des Folgetages. Also wir haben 19.03 Uhr, dann sollte das kein Problem sein. So, jetzt ist entwertet und gilt bis 9.7. 23.59 Uhr und heute ist der 8.7. So einfach geht es. Und jetzt habt ihr das gesehen und wir fahren jetzt weiter und kommen dann bald in die Berge. 200 Kilometer bis nach Morgins. Zwischen Morgins und Chalet wollen wir stehen. Dashcam hat übrigens wunderbare Bilder aufgenommen. Oben links, da seht ihr einen kleinen Fliegendreck, der während der Fahrt auf die Linse gekommen ist von außen und den wir natürlich nicht bemerkt haben. Die Einblendungen unten, die ganzen Fahrzeugdaten und Uhrzeit, das wird natürlich künftig noch herausgenommen. In dem Fall lasse ich es mal stehen, da sieht man wenigstens, was für ein ordentlicher Verkehrsteilnehmer ich bin. Diese wunderschönen Sonnenuntergangsbilder stammen aus der Ecke von Montreux, direkt am Genfersee. Allerdings sind wir da nur schnell vorbeigefahren. In Monte suchten wir einen Schlafplatz für die Nacht, aber den haben wir zum Glück nicht gefunden, denn als wir dann weitergefahren sind Richtung Morgins, stellten wir fest, dass ab Samstagmorgen die Straße in Richtung Morgins für Wohnmobile und für Wohnwagengespanne gesperrt ist, wegen der Tour de France.
Ganz vereinzelt sah man immer wieder mal ein Wohnmobil stehen. Allerdings hatten die alle ihre Hubstützen ausgefahren und über diese verfügen wir nicht, so fuhren wir einfach weiter. Schlussendlich fanden dann wir auch unser Plätzchen und wie es ausgegangen ist und ob wir Fahrer der Tour de France sehen konnten, das wissen wir allerdings zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht. So, mit etwas Glück stehen wir jetzt hier an der Strecke von der Tour de France mit etlichen anderen Wohnmobilen. Glück deswegen, weil wir waren gestern in Monthey, war eigentlich schon ziemlich spät, es ist schon dunkel geworden und wir haben gesagt, wir suchen uns jetzt einen Übernachtungsplatz. Und zum Glück haben wir keinen gefunden. Ja. Denn wir haben dann gesagt, wir fahren jetzt Richtung Morgins noch hoch. Vielleicht finden wir da auf dem Weg was. Und wie wir die Alpenstrecke hochfahren wollen, kommt ein Verbotsschild, Samstag und Sonntag für Wohnmobile und für Wohnwagen gesperrt. Nachdem wir es noch Freitagabend war, haben wir gesagt, also dann fahren wir schnell nach Frankreich durch und sind dann bis Morgins gekommen und da sehen wir einen großen Parkplatz, sogar mit Wohnmobil, Ver- und Entsorgung. Und da haben wir gesagt, da stellen wir uns einfach dazu. Ja. Und stehen auch halbwegs gerade. Also ein bisschen aufbocken muss man und schmerzfrei sind wir so und so. Ja, genau. Hier geht es ziemlich steil nach oben. Ja. Natürlich. Ist schon eine Bergetappe. Müssen wir uns anpassen. Ja. Also auf jeden Fall ist schon alles abgesperrt für die Tour de France. Die Proberadfahrer sind auch schon da. Wir sind hier auf 1350 Metern übrigens. Ja, und wir stehen hier in Morgins. Das ist noch in der Schweiz. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon gesagt haben. Also wir sind noch nicht ganz durchgefahren bis Frankreich. Nein. Wir stehen auf Franzosen hier. Soweit kann man davon ausgehen, dass es ein ganz ordentlicher Platz ist. Also wir sind auf jeden Fall gespannt, was da morgen abgeht. Jawohl. Und wenn ihr gespannt seid, dann erfahrt ihr das im nächsten Video. Ja, genau so wir, machen wir es. Wir verabschieden uns jetzt hier an der Strecke von der Tour de France. Heute sind nur Privatfahrer da, aber morgen kommen hoffentlich die echten. Da sind sogar ziemlich viele unterwegs heute, die diese Strecke hier schon mal abfahren. Ja. Die können dann wirklich mitreden, was die Fahrer morgen alles durchmachen. Ja, und morgen kommen die Echten und wenn es alles klappt, dann seht ihr das im nächsten Video. Ja, genau. Also, soweit, ciao. Tschüss.